Egal wie lange man sich mit wahren Verbrechen beschäftigt, es bleibt immer die Frage nach dem Wie und Warum. Auf dieser Welt passieren Dinge, die für uns schlicht unbegreiflich sind. Man betrachtet die Hintergrundgeschichten von Tätern und sucht darin nach Antworten auf diese Fragen. Manchmal bekommt man sie, aber es gibt auch immer wieder Fälle, die einen einfach ratlos zurücklassen. Fälle, bei denen so brutal vorgegangen wird, dass jeglicher Funke des Begreifens erlischt. Einer dieser Fälle ist die Geschichte von Catherine Knight. Wirft man einen Blick auf ihre Verbrechen, reicht die Frage, wie sie zur Mörderin werden konnte, nicht aus. Denn Catherine wurde nicht zu einer Mörderin, sondern vielmehr zu einer Schlechteren. Im Oktober 1955 bringt Barbara Rufflin Zwillinge zur Welt. Es sind zwei Mädchen, die die Namen Joy und Catherine bekommen. Die Kinder stammen allerdings nicht von ihrem Ehemann, mit dem sie schon 4 Kinder hat. Über ihn hatte sie einen Arbeitskollegen namens Ken Knight kennengelernt. Die beiden kleinen Mädchen sind von ihm. Im Australien der 50er Jahre ist das ein echter Skandal. Die Familienverhältnisse von Catherine Knight und ihrer Zwillingsschwester sind von Beginn an verworren. Die Zwillinge wachsen zunächst bei ihrer Mutter Barbara und ihrem betrogenen Mann auf. Doch er stirbt kurze Zeit später, woraufhin Barbara und die beiden Kinder zu ihrem leiblichen Vater Ken Knight kommen. Dort erwartet die beiden Kinder und Barbara allerdings alles andere als ein harmonisches Patchwork-Familienleben. Ken Knight ist nicht nur Alkoholiker, sondern auch gewalttätig. Er missbraucht und bedroht Barbara regelmäßig. Catherine und ihre Zwillingsschwester erleben das Ganze unweigerlich hautnah mit. Catherine gibt an, bereits im Kindesalter selbst von verschiedenen Familienmitgliedern misshandelt worden zu sein. Als Jugendliche entwickelt Catherine schon bald Verhaltensauffälligkeiten. Mindestens einmal soll sie einen Mitschüler mit einer Waffe angegriffen haben. Ein Lehrer ging so energisch dazwischen, dass er die Angreiferin Catherine während des Intervenierens verletzte. Im Alter von 15 Jahren verlässt sie die Schule und jobbt einige Zeit in einer Fabrik. Als Catherine von der Schule abgeht, kann sie weder flüssig lesen noch schreiben. Dennoch findet sie schon bald neue Arbeit, die die junge Catherine überschwänglich sogar als ihren Traumjob bezeichnet. Sie beginnt eine Tätigkeit auf einem Schlachthof. Unter Berücksichtigung der später folgenden Ereignisse ist das eine Äußerung, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Denn Catherine lernt in ihrer Zeit am Schlachthof einiges. Dinge, die sie später auch abseits ihres Arbeitsplatzes anwenden wird. ...1973 lernt Catherine im Alter von 18 Jahren ihren Ehemann David kennen. Auch er arbeitet auf dem Schlachthof. Wie auch Catherines Vater ist er Alkoholiker. Catherine überzeugt David davon, sie zu heiraten. Während der Trauung ist David stark angetrunken, woraufhin Catherines Mutter Barbara ihren Schwiegersohn beiseite nimmt. Sie richtet eindringliche Worte an ihn. Sie warnt David vor seiner neuen Frau und damit ihrer eigenen Tochter. Catherine habe eine Schraube locker. Sie sei so labil, dass sie womöglich sogar zu einem Mord fähig sei. David solle gut auf sich aufpassen. Und noch in der Hochzeitsnacht scheint sich diese morbide Warnung von Barbara allmählich zu bewahrheiten. Die beiden haben in dieser Nacht 3-mal Sex. Danach schläft David ein. Für Catherine war das zu wenig. Sie ist wütend und fühlt sich abgelehnt. Deswegen wirkt sie David stark. Aber es bleibt nicht nur bei diesem Zwischenfall. Gewalt bleibt in der Ehe der beiden jungen Leute ein präsenter Faktor. Einmal schlägt Catherine ihn mit einer Bratpfanne so heftig auf den Hinterkopf, dass Davids Schädel bricht. Außerdem verbrennt sie all seine Kleidung und weitere persönliche Gegenstände. Der schwerverletzte David findet zwar den Mut, bei der Polizei eine Anzeige zu stellen, zieht sie aber schon bald zurück. Catherine hat ihn dazu überredet.
Auch die Geburt einer gemeinsamen Tochter 1976 kann die durch die Gewaltausbrüche zerrüttete Ehe nicht kippen. Im Gegenteil, David betrügt Catherine immer wieder und verlässt sie mehrmals. Einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Zeit als frische Mutter verbringt Catherine somit allein. Als das Baby 2 Monate alt ist, legt Catherine die kleine Tochter auf Bahnschienen. Wohl in der Absicht, dass ein Zug das Kind überfahren und töten soll. Nur durch einen Zufall findet ein Passant das Kind, bevor der Zug über die Gleise fährt. Nur wenig später soll Catherine mehrere Personen mit einer Axt bedroht haben. Trotz der mehr als offensichtlichen Schwierigkeiten bekommen Catherine und David ein zweites Kind. Wieder wird Catherine im Zusammenhang mit dem Baby auffällig. In der Öffentlichkeit schleudert sie den Kinderwagen so heftig umher, dass Passanten die Behörden verständigen. Bei der zweifachen Mutter wird eine postnatale Depression diagnostiziert, woraufhin sie in eine Klinik eingewiesen wird. Dass ihre Probleme weit über eine postnatale Depression hinausgehen, scheint niemand zu bemerken. Dabei erzählt Catherine einer Angestellten der Klinik sogar, dass sie kurz davor gewesen sei, einen Mann zu töten. Bei diesem Mann habe es sich um einen Mechaniker gehandelt, der Davids Auto repariert hatte. Mit dem reparierten Auto war David wieder flexibel für seine Affäre. In Catherines Augen hatte der Mechaniker David seine Seitensprünge durch die Reparatur ermöglicht. Trotz dieser Aussagen ziehen Catherine und David nach ihrer Entlassung aus der Klinik wieder zusammen. Doch nur kurze Zeit später zieht David endgültig die Reißleine. Er trennt sich von Catherine ein für alle Mal. Doch sie wird nicht lange allein bleiben, denn schon bald lernt sie ihren zweiten Ehemann kennen. Auch ihr zweiter Ehemann trägt den Namen David. Einmal mehr ist die Beziehung von Gewalt geprägt. Die beiden kommen 1986 zusammen. Auch mit ihm bekommt Catherine 2 Töchter. Die Streitereien der beiden eskalieren schnell. Einmal schneidet Catherine vor Davids Augen die Kehle seines Hundebabys durch. Damit hat sie ihm zeigen wollen, wozu sie fähig ist. Ein anderes Mal sticht Catherine mit einer Schere auf ihn ein. Die Beziehung hält nicht lange. Doch erneut stürzt Catherine sich schnell in die nächste Beziehung. Ihr neuer Freund John bleibt 3 Jahre an ihrer Seite. Die beiden bekommen einen gemeinsamen Sohn. Die Beziehung endet, als Catherine ihn mit einem weiteren Mann, der ebenfalls John heißt, betrügt. Auch mit ihm geht sie eine Beziehung ein. Es wird der Mann sein, den Catherine mit einer beinahe unvergleichlichen Brutalität ermorden wird. Catherine zieht 1995 zu ihrem neuen Freund. John besitzt ein kleines Haus im Örtchen Hunter Valley. Die Beziehung zwischen Catherine und John hält fast 10 Jahre, trotzdem ist das Verhältnis genauso von Gewalt geprägt wie Catherines vorherige Partnerschaften. Während am Anfang alles glatt zu laufen scheint, ändert sich das schnell, als John durchblicken lässt, dass er Catherine nicht heiraten will. Catherine sorgt durch Intrigen dafür, dass John seinen Job verliert und sich eine neue Arbeit suchen muss. Immer wieder missbraucht sie ihn emotional und physisch. Einmal sitzen sie zusammen auf dem Polizeirevier. Catherine soll John mit einem Schlachtermesser nachgejagt sein. Beide machen zu dem Vorfall unterschiedliche Angaben. Der Fall wird schließlich zu den Akten gelegt. Catherine soll zu ihrer Tochter einmal gesagt haben: Ich werde ihn töten und ich werde damit durchkommen. Denn ich werde einfach so tun, als wäre ich verrückt. John hat 2 Kinder, eines davon ist seine Tochter Rosie. Sie erinnert sich später in Interviews daran, wie sie ihren Vater vor Catherine gewarnt hat. I used to tell Dad all the time, get rid of her. Just over the years, they were together 7 years off and on. Me on the outside looking in, I could see exactly what was happening. I could see what she was doing. Ende Februar 2000 hat John versucht, eine einstweilige Verfügung gegen Catherine zu erwirken. Auch um seine beiden Kinder zu schützen. Das gewalttätige Verhalten von Catherine hat so sehr Überhand genommen, dass auch die Sicherheit der Kinder nicht mehr garantiert war. Am selben Tag ruft John einen Arbeitskollegen an. Er sagt, wenn er in den nächsten Tagen nicht zur Arbeit erscheinen würde, hätte Catherine ihn wahrscheinlich umgebracht. Und am Morgen des 1. März 2000 kommt John tatsächlich nicht zur Arbeit.
Das ist für ihn sehr ungewöhnlich. Er ist ein unkomplizierter Typ und eigentlich ist auf ihn immer Verlass. Ein Arbeitskollege fährt zu seinem Haus rüber, um zu schauen, ob bei John alles okay ist. Doch noch bevor er das Haus betritt, macht er kehrt. Denn an der Haustür klebt Blut. Der Arbeitskollege ruft sofort die Polizei an, die gegen 8 Uhr am Morgen an Johns Haus antrifft. Dass die Polizei hin und wieder Häuser abcheckt, um zu schauen, ob es den Bewohnern gut geht, ist nichts Ungewöhnliches. Dass an Johns Haustür Blut klebt, ist zwar alarmierend, könnte aber auch eine einfache Erklärung haben. Er könnte gestürzt sein, sich dabei verletzt und dann ins Haus geschleppt haben. Oder er hat sich am Vortag draußen bei Gartenarbeiten verletzt und hat nun doch einmal verschlafen. Nichts hätte die Polizisten auf das vorbereiten können, was sie in dem kleinen Haus vorfinden. Schon im Flur sehen die Einsatzkräfte eine riesige Blutpfütze. Im ganzen Haus befinden sich außerdem Blutspritzer und Schmierspuren. Im Wohnzimmer liegt Johns Leichnam. Auf ihn wurde mindestens 37 Mal eingestochen. Zwischen den Stichen muss John noch einmal versucht haben, aus seinem Haus zu fliehen. Davon zeugen die Blutspuren an der Haustür und die Spritze- und Schmierspuren im ganzen Haus. Doch offenbar wurde er wieder hineingezogen. John Price konnte sich leider nicht mehr retten. Sein Kopf fehlt, seine Haut wurde ihm abgezogen. Und zwar so akkurat, dass sie dem Leichnam bei der späteren Autopsie wieder übergezogen werden kann. Neben ihm liegt ein großes Schlachtermesser. Wer auch immer dieses schreckliche Verbrechen begangen hat, muss ein Experte auf diesem Gebiet gewesen sein. Oder eine Expertin. Eine Person, die nicht nur in der Lage war, einen Menschen kaltblütig zu enthaupten, sondern ihm seine Haut auch in einem Stück abzuziehen. Eine Person wie Catherine Knight. In der Küche liegt Johns Kopf. Auf dem Tisch daneben befinden sich Steaks. Diese bestehen allerdings nicht aus tierischem, sondern aus menschlichem Fleisch. Dieses Fleisch wurde aus Johns Gesäß herausgeschnitten. Nun liegt es zwischen verschiedenen Gemüsesorten angerichtet auf seinem Esstisch. Ein Polizist, der als einer der ersten vor Ort war, beschreibt den Tatort folgendermaßen. Ich sah seine komplette Pelle, das, was man als Haut bezeichnen würde, in einem Stück mit einem Fleischerhaken durch die Kopfhaut und durch die Haare über den Türrahmen im Essbereich aufgehängt. Er hing einfach runter. Dann sahen wir uns kurz den Flur und das Blut an und gingen dann zum Herd in der Küche, wo einige Mahlzeiten mit Fleisch und Gemüse zubereitet waren. Wir haben dann einen Blick auf den großen Kochtopf geworfen und den Deckel abgenommen. Darin lag Johns Kopf. Catherine Knight hält sich noch im Haus auf, als die Polizei eintrifft. Sie lässt sich widerstandslos festnehmen. Sie hat offenbar zahlreiche verschiedene Tabletten geschluckt. Dennoch ist sie ansprechbar. Als sie verhört wird, beharrt sie darauf, sich nicht an den Mord an John erinnern zu können. Es entbrennt eine lange Diskussion darüber, ob Catherine Knight schuldfähig ist oder nicht. Doch im Oktober 2001 ist es soweit. Catherine kommt endlich vor Gericht und muss sich für ihre Taten verantworten. Sie plädiert auf nicht schuldig. Doch aufgrund der Beweislast hat sie kaum eine Chance. Die Faktenlage ist eindeutig. Catherine Knight wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Richter schließt seine Urteilsverkündung mit den Worten, man dürfe niemals eine vorzeitige Entlassung in Erwägung ziehen. Catherine Knight solle für immer im Gefängnis bleiben. Bis heute ranken sich viele Gerüchte um die genauen Umstände, unter denen der Leichnam von John Price gefunden wurde. In einigen Quellen heißt es, Catherine habe Johns Kinder zum Essen einladen und ihnen den Leichnam ihres eigenen Vaters servieren wollen. In anderen ist davon die Rede, dass Catherine selbst einen Teil von Johns Leiche gegessen haben soll, bevor die Polizei eintraf. Was davon stimmt und was ein gruseliger Mythos ist, ist unklar. Die Verbrechen von Catherine Knight haben zahlreiche Menschen traumatisiert. Nicht nur die Person, die selbst betroffen war. Einer der Polizisten, die Johns Leiche fanden, sprach in einem Interview mit der Sun offen über seine psychischen Probleme. Der Leichenfund im Haus von John Price sei es gewesen, was ihm den Rest gegeben habe.
Er leidet auch heute noch an einer posttraumatischen Belastungsstörung und ist regelmäßig in therapeutischer Behandlung. Auch Kollegen von ihm hätten sich nach der Bearbeitung des Falls radikal verändert. Catherine Knight ist heute 67 Jahre alt. Sie wird das Gefängnis in ihrem Leben nicht mehr verlassen. Wer weiß, ob sie in der Lage ist zu verstehen, wie viel Leid sie über viele Menschen gebracht hat. Und selbst wenn sie es versteht, bleibt die Frage, ob sie das überhaupt berühren kann. Sollte das Video euch gefallen haben, hinterlasst gerne einen Like, Kommentar und oder Abo. Aktiviert auch gerne die Glocke, das unterstützt den Kanal wirklich extrem, denn so bekommt das Video kurz nach dem Upload viel Interaktion und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Video Leuten vorgeschlagen wird, die Insolito noch nicht abonniert haben. Vielen Dank schon einmal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend oder je nachdem, wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao, Leute. Thank you.